irgendwas dabei, was in Deutschland verboten ist? Ich würde nur einmal einen Blick in den Rucksack werfen, ja? Haben Sie da irgendwas drin, irgendwelche Spritzen oder so? Der Mann gibt an, in den Niederlanden Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Wir haben hier noch Utensilien dabei, damit man Drogen konsumieren kann. Also Zubehör, was aber jetzt nicht verboten ist. Da gucken wir, ob da noch irgendwelche Rückstände da sind, die jetzt beweiserheblich sind.